Willkommen zu Neu Comedy. Ich bin Dani Luis. Ich werde euch durch die Show lotsen. Die machen direkt Striptease. Erstmal hat sie was gesagt. Jetzt, habe ich was verpasst, Mann? Hat sie versteckte Kamera oder was? Okay, mach weiter. Sehr gut. Es ist heiß hier, ja? Ja, es ist heiß. Ist auch ein heißer Typ auf der Bühne, verstehst du? Das ist ganz normal. Sehr gut, Groupies, sehr gut. Passiert. Ich bin Date-Doktor, ihr wisst das. Ich bin Date-Doktor, ich bin bekannt dafür, auf meinen Shows Pärchen zusammenzubringen, aber auch wieder Pärchen auseinanderzubringen. Also haltet gut euren Partner fest. Und zwar, wenn ich mal gucke, wo sind unsere Single-Ladies? Macht mal was ganz Einfaches. Hiha! 1, 2, 3! Das war so geil, ihr habt sie nicht gesehen. Ich habe auch ausgerechnet auf sie geguckt und es war so. Blamage! Ich bin die Einzige. Nein! Sie dachte, alle werden im Chor hochspringen. Ich schwöre es euch, ich habe gesehen, wie sie kurz abgehoben ist von ihrem Setzer. Ganz kurz. Sehr geil, okay, wie heißt du? Delaine. Dilek, sehr schöner Name. Okay, wir werden dich verkuppeln. Du bist heute edle Bachelorette. Ich werde dir 50 Rosen geben, die kannst du dann verteilen. Sehr gut, jetzt, Single-Männer, ihr wisst, was jetzt auf dem Markt ist. Dilek ist auf dem Markt. Dilek, ne? Dilek, genau, wie die Fahrschule, ne? Ja! Guck mal hin, ja, ich bin durchgefallen. Kennst du? Was? Gehört deine Tante? Gehört deine Tante? Wirklich jetzt? Ist das deine Tante? Abla? Abla? Wie geil ist das denn? Das ist schon jetzt schon eine legendäre Show. Wie geil ist das denn? Genau, ihr habt gesehen, was auf dem Markt ist. Unsere Bachelor. Wo sind unsere Single-Männer? Machen wir es ganz einfach. Au, au, au. 1, 2, 3. Weil ich dich Tante genannt habe. Also, das ist krass. Hast du gerade auf den gezeigt, der neben ihr sitzt? Oh, das ist direkt 31er Single, er hat sich nicht getan. Also verkuppe mich nicht mit meiner Schwester. Das ist in unserer Kultur, macht man das nicht mehr. Das ist, wie geht's, apropos Kultur, tut mir leid, also du wirst heute alleine nach Hause gehen. Wir gucken mal, weißt du was, ich habe Hoffnung, gehen wir noch nicht auf, weil ich bin ja auch bekannt dafür, Pärchen auseinanderzubringen. Und dann werde ich das über Umwege, guck mal, sie klopft auf die Brust, Alter. Ist Krise gerade? Nein, der gehört mir, sehr gut. Sehr gut, warte mal, du warst aber auch letzte Woche da, kann es sein? Vorletzte Woche? Meinst du mich? Aha! Ist dein Ernst jetzt, oder? Doch, ich saß genau auf dem gleichen Platz. Du warst da, ich verwechsel euch, Mann, Alter. Für mich sehen alle Ausländer gleich aus. Saßt du da? War das so? Warst du letzte Woche da? Nein, er verarscht dich, Mann. Er verarscht mich? Ja? Den Roastmaster? Alter. Nicht schlecht, ey. 1-0 für dich, Arschloch. Oh, 1-1, ja, sehr gut, so geht's los, Alter, sehr gut. Warte, was habt ihr für einen Background? Ich weiß, Dilek, türkischer Name, seid ihr alle, habt ihr türkischen Background? Ja. Habt ihr auch sowas wie sie, bist du auch Türke denn? Ja. Das heute ist ja richtig international, also heute ist so, Hälfte türkisch, wer ist denn noch Türke, mal Applaus. Das war ich. Aber keiner mal, die trauen sich nicht mehr. Aber sehr gut, aber ist bei, warte mal, ihr kennt euch nicht, aber ist bei euch auch so, guck mal, ich weiß von Türken, jeder hat einen in der Familie, der Gastronomie hat oder irgendwas, irgendeine Selbstständigkeit. Guck mal, ihr kommt direkt aus der Nase, Alter. Hab ich recht, Gastronomie 100%. Sag mal, was machst du oder was haben deine Verwandten, was haben die Gastronomie? Lieber nicht? Ja. Er hat! Was hast du für eine Gastronomie? Dönerland. Hör doch auf, Klischee, Alter. Okay. Mann, ich wollte jetzt sagen, Prototyp, wir wollen den Klischee brechen. Also, Hühner, was sonst? Was soll ich haben? Mein Abla hat Fahrschule, aber ich habe immer. Ich liebe deine Lache, Mann, Alter. Richtiger Trennungsgrund. Ist manchmal, ist voll süß, aber hör auf, bitte. Wir müssen uns auch konzentrieren. Wirklich Dönerladen? Ja. Wirklich? Oder Spaß, wirklich? Nein, wirklich. Ja. Wirklich, wo ist dein Dönerladen? Spandau. Ach, das hast du mir schon mal erzählt, kannst du? Natürlich. Ich hab Déjà-vu, Mann, das war ein Paralleluniversum. Genau. Du bist doch mein Stammgast. Ich wollte gerne, wie hieß denn der nochmal? Jemek. Wer kennt Jemek Döner? Entspann doch mal Applaus. Was? Ein Buh? Kennst du wirklich? Wirklich kennst du? Natürlich. Und schmeckt? Ja.
Ja. Hast du ihn bezahlt, Alter? Das war, das regeln wir später. Weil ich wollte erst mal fragen, kennt überhaupt jemand Spandau, Alter? Und, wer kennt den Dönerladen schon? Wie random ist das denn, Mann, Alter? Wie krass ist das? Kennst du auch die Fahrschule von ihrer Tante? Aber ihre Tante kennst du. Sie ist sehr hübsch. Sie ist sehr hübsch? Ja, sie ist berühmt, ja. Wirklich? Ja. Ist sie in der türkischen Community? Ist sie berühmt? Jeder weiß, dass die Leck-Fahrschule Chefin ist. Perfekt. Bro, ich hab das Gefühl, wir sind hier mehr bei so einer Marketingveranstaltung. Das ist gar kein Comedy. Wie wolltest du übernehmen? So, hey, ich hab gedacht, da gibt's Comedy. Wir können uns da einschleusen und Marketing für die türkische Community machen, Alter. Wir haben schon Döner. Was haben wir noch, Alter? Fahrschule? Was machst du? Sängerin. Sängerin? Oh, sind auf türkische Hochzeiten und sowas? Nein. Was? Sing doch jetzt. Das ist so wie bei Comedians immer so. Du bist Comedian? Erzähl doch mal einen Witz. Ist das so? Jeder sagt immer, sing doch mal was. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Wo wohnt ihr? Welche Bezirke? Also du bist Spandau? Bist Langwitz. Auch Spandau? Langwitz? Ist das noch Berlin? Ja. Wirklich jetzt? Ja, Steglitz. Wirklich? Steglitz ist falsch nah? Ist falsch Langwitz nah? Ja, ist nicht. Ich schwöre, ich habe noch niemanden aus Langwitz kennengelernt, Mann. Dilek, vielleicht liegt es daran, dass du Single bist. Du musst mal nach Berlin kommen. Du musst mal nach Berlin kommen, Mann, Alter. Nicht nur. Ich habe gesagt, ja doch, wenn wir was unternehmen, wir fahren nach Spandau. Ich schwöre mir da Döner, ich krieg Prozente, weil ich bin nicht mehr. Wie geil ist das denn? Applaus für diese komische Fraktion. Unsere EU-Osterweiterung. Also, das ist Wahnsinn. Sehr gut. Du hast gerade komisch applaudiert. Habt ihr euch so im Ding? Hast du gerade mit ihrem Arm über Kreuz applaudiert? Ich habe nicht applaudiert. Er erklärt auch noch wirklich. Also, was war Schluss, Nacke Dice, Alter? Wie heißt du? Leo. Leo, sehr schöner Name. Wie heißt du? Helen. Leo, sehr schöner Name. Ich hoffe, ihr seid ein Pärchen. Also es wäre mega creepy, also wenn ihr kein Pärchen, weil die sind so in Kreuzklammern, Mann, dann nicht mal ein Schweißer kriegt ihr auseinander. Was ist das? Ist heute erste Date oder hast du es? Nein, schon länger? Nee. Wie lange? Eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht. Also kannst du noch mal fragen. Also eigentlich sind wir schon einen Schritt weiter. Also, was ist da los? Wie lange seid ihr zusammen? Dienstag. Drei Wochen? Ein Monat? Komm, sie zählt drei Wochen, weil sie hatte die eine Woche, war noch so parallel mit deinem Mann. Und so. Aber immer seit erstem Treffen ein Monat. Also schon wie drei Wochen. Ich hab doch gesagt, ich bring die auseinander. Das ist das ein Wort, welche angezweift, welche Plattform? Was? Wo weißt du? Wo weißt du? Mann, das ist doch normal. 99% keiner quatscht mehr keinen an, Mann. Habt ihr gesehen, wie die Leute über die Straße. Ich bin über eine App zusammengekommen. Nicht? Nee. Über die Uni. Same. Was sagt Dilex dann? Sales Place? Same. Same, auch bei dir? Über die Uni? Du hast ADS, kann das sein? Wir auch Uni, ich hab keiner gefragt. Deine Tante ist viel berühmter als du, Alter. Bei deiner Tante hier will ich mit dir reden, Alter. Bring sie mal her, Mann, Alter. Ich werde die Kunden besorgen. Erzähl mal, warte, über die Uni, was studiert ihr? Was studierst? Wir haben fertig studiert, Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie? Und ihr habt zu Ende studiert, euch über die Uni kennengelernt und, ja, genau. Und gesagt, wir machen erst Abschluss, erst wenn wir Geld verdienen, machen wir den nächsten Schritt, Alter. Er war creepy, mir hat immer ihre Bücher getragen im Unterricht und so, nein, best friends for life und dann direkt, wo sie arbeitet, war wirklich so? Ja! Mann, ich bin Profiler, Mann. Ich sehe dumm aus, aber ich bin voll intelligent, Mann. Ich hab so Shining, Alter. Was ist los? Okay, und was hast du dann gesagt, wo vorbei war? Was hast du da gesagt? Uni vorbei? Wie hast du dich angequatscht? Hast du gesagt, wir kennen uns jetzt seit 4 Jahren als beste Freunde und ich will den nächsten Schritt gehen? Zum Glück war ich nicht in Berlin und als ich jetzt wiedergekommen bin, hat sich das dann erst entwickelt. Wie hat sich das entwickelt? Ich war in einer anderen Beziehung vor. Ich überlege, er sagt, das hat sich dann, ich war kurz nicht mehr in Berlin und dann hat sich das anders entwickelt. Hat sich das entwickelt? Sie sagt, ja, ich war in einer Beziehung, Alter. Deshalb konnte er vorher nicht. Du hast 4 Jahre gegeiert, Alter. Digga, er wollte eigentlich auswandern, ich war nicht in Berlin, wo ich die Nachricht gehört habe. Instagram-Status Single, habe ich mir gedacht, ich muss sie mal wieder kontaktieren. Alter. Wirklich? Genau so war's. Bro, du bist Prototyp Teufel, Alter. Also, im Duden unter Teufel sein Bild. Ich warte schon. Geil, Mann. Und was macht ihr jetzt? Was machst du jetzt? Praktikum. Unbezahlt? Nee. In Fahrschule von Dilek? Unbezahlt, Praktikum. Ausgebeutet. So ähnlich, was machst du? Porsche. Also auch mit Autos.
ist wirklich ähnlich. Also, wenn man Autos als Gesamtthema nimmt der Welt, dann ist jeder irgendwo in der Autobranche. Alter. Bei Porsche, krass, deshalb hat sie Schluss gemacht. Er ist jetzt bei Porsche, Alter. Die Perspektive ist gut, oder? Hat er mal gesagt, setz dich rein in den Vorführwagen? Noch nicht, sehr gut. Stehst du auf Porsche? Geht so. Geht so? Was machst du? Ich arbeite in einer Agentur. Für was? Marketing, Kooperation machen wir. Kooperation, ich merke schon, hier ist irgendwas, ihr seid irgendwas, man, irgendwann wird rauskommen in 10 Jahren, Alter, dieser Skandal, Mann, Alter. Daniel Schubisch. Mach bloß wie das komische Pärchen, Mann, Alter. Sehr gut, Mann, die Zeit fliegt, aber ich muss noch mit jemandem reden, Alter. Dich wischt Schokolade zum Schluss, euch auch noch über. Ich weiß schon, hier ist auch diese Mädelsbande, aber ihr seid nochmal, ihr seid krass, Mann. Ihr seid krass, ihr seid glückliches Pärchen, so noch mit Sex und sowas. Auf jeden Fall. Da brennt noch der Ofen, Alter. Da ist die Heizung an. Hast du gerade bei ihm noch? Ja, Mann. ist nicht mal, ihr würdet es auch sehen, wenn ihr seht, wie die sitzen die ganze Zeit. Wie heißt du, mein Freund? Hauke. Entschuldigung, ich bin perplex, das tut mir leid. Also man kann sich auch den Namen nicht ausruhen. Genau, das ist Hauke, Alter, das ist krass. Alter. Wo kommt dieser fesche Name her? Bist du Berlin? Nee, wusste ich schon. War eine rhetorische Frage. Also es gibt keinen Hauke in Berlin. Alter. Hier gibt es nur Hau auf die Fresse. Sehr, Hauke, wo kommst du her? Heiligenhafen, ich war da! Ja? Echt? Ja! Mann, ich muss die Geschichte kurz erzählen, Mann. Wir haben keine Zeit. Heiligenhafen, ich hatte dann eine Mixshow auf eurem komischen Marktplatz. Ja. Da waren Leute, Altersdurchschnitt war 100. Und ich bin mitten in mein Set und dann geht die Dorfuhr an. Aber das ist nicht eine normale Dorfuhr. Da geht. Glockenspiel, 5 Minuten während mein Set. Mein Set ist 8 Minuten, 5 Minuten war in der Uhr. Das hast du mich hier reingeladen, Alter. Mann, weil die müssen das dann machen für die alten Leute, dass die wissen, dass sie schlafen gehen können jetzt. Alter. Ey, das war eines der schlimmsten meiner Auftritte. Du kommst aus Heiligenhafen, Mann, Alter, und heißt noch Hauke, Mann, doppelt. Ey, wie kann man so viel Pech haben im Leben, Mann, Alter? Wo kommst du her? Auch aus Heiligenhafen. Ungefähr 100 Meter von dem Marktplatz. 100 Meter? Und du hörst die Uhr jeden Tag? Ach du, ey, wenn ich diese Uhr nachmachen könnte, also was hat denn nicht gehört? Also, das war ein Trauerspiel, Mann. Mann, die Arme, Alter. Krass, Mann, ihr seid wirklich RTL 2 irgendwie. Also, geil, Mann, ich will noch mit euch nachher reden. Ich darf euch nicht vergessen, ihr seid Bombe. Aber wir müssen mit der Show weitermachen. Applaus nochmal für die beiden, nicht vergessen. Erinnert ihr mich nochmal dran, dass ich mit denen auf jeden Fall nochmal nachhaken muss. Sehr gut. Welcome back. Ihr seid noch angezogen, Gott sei Dank. Ich hab's das Schlimmste befürchtet. Haben wir Verluste? Alle wieder da? Ne, bei euch fehlt doch ein, oder? Fast, ja. Auf Klo. Ist auch im Klo. Also auf dem Klo, alles klar. Too much information, aber... sehr gut. Boah, warte mal, ich muss mit euch noch mal kurz quatschen. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Glockenspiel. Achso, ihr kommt aus diesem komischen Heiligenhafen, Mann. Oh Mann, ich hab schon verdrängt, Mann. Siehst du, so schnell ging's, Mann. Was macht ihr in Heiligenhafen? Komm, jetzt kannst du retten, deine Ehre. Was macht Hauke in Heiligenhafen? Irgendwas mit Ha-Ha-Ha. Ha, ha. Nur einer hat verstanden, der arbeitet rennen. Ich arbeite als Maschinenführer. Als Maschinenführer? Was heißt das? Ja, für so einen Zug? Nee. Für was? Also Spritzmaschinen? Spritzguss. Ist nach 24 Uhr, er fängt direkt an mit Spritzgussmaschinen. Das ist doch krass, ich kenne mich gar nicht aus. Interessant, hast du schon mal was für sie gebaut? Eine Spritzgussmaschine, falls du mal unterwegs bist und sie allein zu Hause ist. Eine kleine Spritzgussmaschine, nein, gar nicht. Ah, krass. Und was machst du? Nein. Bis vor kurzem habe ich bei der Polizei gearbeitet und jetzt... Ich mache nur Spaß. Aber du bist ja nicht mehr bei der Polizei. Ah, jetzt, kann ich jetzt beleidigen? Oder? Also trotzdem nicht. Ja, trotzdem nicht. Okay, ich mache Spaß. Nein, jetzt arbeite ich im Institut für Rettungs- und Notfallmedizin. Rettungs- und Notfallmedizin? Ja. Okay, wie kommt's? Warum hast du bei der Polizei aufgehört? Waren da zu viel von meiner Sorte? Nee, ich war in der Verwaltung, aber es ist halt... Ach, Verwaltung. Öffentliches Dienst. Okay. So. Okay, und jetzt rettest du Leben. Jetzt helfe ich dabei zu entwickeln, dass wir besser Leben retten können. Wie können wir besser Leben retten? Indem wir die Wege kürzer gestalten, Leute mehr ausbilden. Man merkt, du hast bis am Anfang von dem Job. Du bist...
als ob sie so eine PowerPoint-Präsentation haben. Wir können die Wege kürzer machen. Einen Moment. Jetzt muss ich. Ist doch nicht so schlimm, man. Jeder fängt mal an. Also mit meinem. Ist doch gut, ja, ja. Das ist gut. Ich meine, du lachst ein bisschen zu sehr darüber. Also, wir machen ein bisschen Spaß, aber du übertreibst das. Das ist schon cringe. Sehr gut. Und wo habt ihr euch kennengelernt dann? Beim Spielmannzug. Bei Spielmannzug. Das Lustige, ich habe das letztens gelernt, da war einer aus diesem Spielmannzug bei mir in der Show. Das ist so, das ist, was war das nochmal? So was wie eine Musikkapelle. Nur Musikkapelle? Mit, seid ihr auch da in diesem Spielmannzug? Ja. Ach echt? Er spielt Trommel und ich spiele Querflöte. Er spielt Trommel und du spielst Querflöte. Aber manchmal darf er auch seine Querflöte in deine Trommel. Es ist 24 Uhr, ich weiß. Ich hab's bereut, während ich es gesagt habe, aber. Naja. Lack nah, tut mir leid, Alter. Das ist so gut. Also, und du hast dann nach ihrer Musik getanzt, quasi. Aber wie hast du ihn angeflötet? Also. Der Mikro stand in dem Fall für seinen Penis. Also. Auf die Querflöte. Hast du dann mal seine Querflöte gespielt? Tausch die manchmal später her. Irgendwie gefällt mir diese. Aber wie musst du das vorstellen? Also ihr seid in dieser Band und er trommelt so und läuft so vor. Also ich stelle mir das ein bisschen wie ein Film. Bericht! Und sie war so, komm hinterher. Was, er geht vorweg und ihr hinterher? Er ist Alpha-Trommler, Alter. Krass, man, so wichtig was noch nie in deinem Leben, Alter. Der wichtigste Spieler. Der wichtigste Spieler? Das ist quasi der Messi von dem Spielmannszug, Alter. Das, was ist denn, ne? Dann bist du die Spielerfrau quasi, Alter. Wenn er nicht kann, dann treten wir nicht auf. Also kommt es vor, oft vor, kommt es oft vor, dass er nicht kann? Sie macht den ja. Wie krass ist das denn, Mann? Krass. Warte mal. Und dann, aber wie hast du ihn angequatscht? Währenddessen oder in der Pause oder was? Wie muss ich vorstellen? Oder einfach füllt den Arsch geschrieben. Ah, 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 ah. Mein Rhythmus geht nach und nach. Was ist denn? Wir sind auch noch im Vorstand. Und dann hat sich halt unterhalten. Ihr habt so ein Leben wie aus einem Märchen, Mann. Das stelle ich, so stelle ich mir ein Märchen vor. Ihr seid in den Vorstand und dann? Dann hat er ein bisschen gewartet, bis ich geschieden bin. Und dann. Bist du geschieden? Das ist ja immer besser, Alter. Hab ich nicht verstanden? Bis sie geschieden ist? Hattet ihr nicht so eine ähnliche Scheiße? Ist das jetzt ein Trend oder was, Alter? Ich verstehe gar nichts mehr, Mann. Wow, ey. Ich dachte, ich bin ein Pärchen auseinander, aber Alter, das ist ja Next Level. Du Schlingel, du, Alter. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mit einer Trommel jemanden klargemacht hat, Alter. Also, wenn hier jemand irgendwie auf der Straße mit einer Trommel oder in der U-Bahn mit einer Trommel spielt, Alter, alle gucken weg in ihr Handy, Alter. Keiner gibt einen Cent und sie fand das richtig scharf, Alter. Wie, aber du warst verheiratet quasi vorher? Ja. Wirklich? Wie lange? Sechs Jahre. Was? Einziges Single, guck mal. Einziges Single, oh Gott, zum Glück. Ja. Sorry, das ist so viel ich nicht haben, Alter. Oder sie denkt, ich kann auch Flöte spielen, also. Wo ist denn die, wo ist das Heiligenhafen, Alter? Oh, auch mal ein bisschen Flöte spielen. Wollte ich nicht selber, Mann, Alter. Trommelst auf dir selber, warte mal. Ich wusste, da steckt noch was drin, Mann. Ich hab's doch geahnt, Alter. Weil ich wusste, das ist irgendwas komisch, Mann, Alter. Das stimmt irgendwas falsch. Und warte mal, und war er der Grund für die Scheidung? Das war eine 20. Habt ihr es gehört? War das der Grund für die Scheidung? Nein, das war eine 20-Jährige. Egal, dafür hast du den Messi von Spielmann zugekriegt, Mann. So sieht's aus. Man, Applaus für die beiden. Ich will nicht wissen, wie viele Männer morgen sich anmelden für so einen Schnupperkurs.
Trommeln. Die Frau so, warum willst du Trommeln? Nee, ich dachte, das ist jetzt interessant, ich will mich für meine künstlerische Seite entfalten. Und morgen boomte der Trommlerjob, Alter. Wie krass ist das denn? Junge, ich will nicht von euch weg, Alter. Ich bin so, gerade wie der Mond um die Erde. Ist irgendwie noch, okay, alles klar. Und du rettest jetzt Leben. Hast du eine lustige Geschichte von der Arbeit? Oder von dem Spielmannszug? Hast du da was? Eine lustige Geschichte? Von der Arbeit? Von deiner Arbeit? Das ist so totlangweilig. Und weißt du, sonst glaube ich den Leuten nicht, aber ich war in Heiligenhafen. Ja, also, Bro, das Interessanteste ist, wenn diese Glocke losgeht. Das ist interessant. Alle so kommen aus den Häusern. Oh, die Glocke. Das Dorf versammelt sich da. Die tanzen um die Glocke. Also, hier sah auch noch ein bisschen was Spannendes. Also bei der Polizei wurden wir mal Waschpulver über den Körper geschüttet und man dachte halt, das ist Antrax. Also es wurde dir Waschpulver über den Körper geschüttet und man dachte, das ist Antrax? Ja. Haben die dich direkt in die stabile Seitenlage gelegt? Nee, aber ich habe einen Großeinsatz der Feuerwehr dann ausgelöst und da war mein Ex-Mann dann, also der ist in der Freiwilligenfeuerwehr. Der Kirsch ist, ihr Ex-Mann ist freiwillig Feuerwehr. Kam da und musste sich so mit so einem Schlauch abduschen von diesem Antrax und sie war so, ja, da ist noch eine Stelle. Guck mal hier. Und er trommelt in der Eines Tages werde ich diesen Schlauch benutzen. Wir abspritzen mit meinem Spritzpumpe, was hast du vor meinem Fisch? Ich fang an zu schlucken. Ich fang auch an zu löschen, Alter. Nee, das ist krass, was ich stell mir voll lustig vor, weil Feuerwehr ist gekommen, okay, Ex-Mann war da, sie ist voll mit diesem Waschpulver, die denken, das ist Antrax, die spülen die ab mit dem Feuerwehrschlauch und sie fängt an zu schäumen, Alter. Oh nein, eine allergische Reaktion! Sie hat Wasserallergie. Krass, Mann. Aber wieso hat das jemand gemacht? Also der wollte sich rächen an dir, weil du ihn mal verhaftet hast oder was? Nee, der hat das in Hamburg, Berlin und halt bei uns in Heinhafen gemacht, weil er bei der psychiatrischen Klinik da auch eingesessen hat und mir gedacht hat, ich schicke mal den Leuten Probrüte mit weißem Pulver und. Ach so, du hast einen Brief gekriegt mit weißem Pulver und du hast aufgemacht und es pam über dich rüber. Genau. Und hast nicht einmal so. Und der hat die verschickt und du hast aufgehauen und dann ist es wirklich explodiert oder nur wenn man so ein bisschen leicht berührt, rechts? Also, naja, also es kam halt einfach das ganze Pulver dann raus und dann musste isoliert werden und du musst dekontaminiert werden. Dekontaminiert, was auch immer das heißt. Also, er musste sie einölen. So. Also, du bist isoliert von deinem Ex-Mann, er hat zugeschlagen. Also. Dieses Pulver, und du wusstest schon vorher, also war bekannt, dass dieser Typ diese Druckbriefe versendet? Kam dann hinterher raus. Das schon öfters gemacht. Und gut. Wir haben ihn heute wieder eingeladen. Schön, dass du gekommen bist. Ja, sehr gut. Mach nochmal Applaus dieses komische Wäsche. You made my day. Sehr gut. Ich habe noch ganz wenig Zeit, deshalb ich brauche einen interessanten Job, interessantes Hobby. So, verrat mal an Nachbarn, die trauen sich meistens nicht. Ich gucke, wie wer reagiert. Guck mal, er lacht schon tot. So. Was macht denn die von Dilek, die Tante? Was machst du? Ich? Ich bin total langweilig. Gibt es noch eine Tante von Dilek? Ich? Ja, ja. Was machst du oder lebst du von ihrem Geld einfach so? Was machst du? Berufsmäßig. Ja? Ich bin in der Steuerberatung. Oh Gott, Alter. Guck mal, bei den Türken jetzt Arschwasser. Nein, Alter. Bitte komm nicht meinen Dönerladen checken. Ich mach Spaß, war kein Dönerladen. Ich hab keinen Dönerladen in Spandau. Und was macht dein Lebensabschnittsgefährt? Marketing. Marketing? Ich will alle Marketing. Alle Marketing. Warte mal. Oh, Mann, die letzten Jungs, was macht ihr denn, Mann? Euch wollt ihr doch noch richtig zerstören, Mann. Alter. Aber die haben es schon selber abgeschossen, Alter. Was machst du? Ich bin bei Amazon. Bei Amazon, Glückwunsch. Was machst du? IKEA. Apple, IBM, was ist hier los, Mann? Alle Firmen, was wollt ihr übernehmen? Was machst du? Ich war vorher bei Apple. Ich gebe auf. Ey, findet ihr das nicht schon so, wie nennt man das, so außerirdisch, was ich hier mache, Alter? Das ist doch nicht normal, Alter. Was machst du? Ich
bin Chemielaborant. Das ist das Langweilige hier. Das ist lang, das ist interessant, das ist, wenn du es richtig machst. Wenn du es richtig machst, also, was machst du? Ich bin Buchhalter. Oh, mein Beileid. Das war wie so ein schlechter Witz, Alter. Viel geile Sachen, Alter. Buchhalter. Ja, sorry, was soll ich machen? Aber Buchhalter für die dann wahrscheinlich. Alter. Oder für den Chemiker. Also, kommt bald. Was sagst du? Kommt bald. Wer kommt bald? Okay, too much. Ey, scheiße. Applaus für die komische letzte Reihe. Geile Show, Mann. Geile Show.